Es ist noch immer was zu tun am Haus Händewerk in Spangenberg. Ein früher völlig baufälliges Fachwerkhaus, wieder hergerichtet vor allem von Langzeitarbeitslosen wie Markus. Das Zeug hier ist gefroren, das ist der Hammer. Er bekommt Hartz IV. Seine Arbeit hier ist ein sogenannter 1-Euro-Job. Man bekommt Hilfe für die Miete und alles und so gibt man wenigstens ein bisschen was zurück. Man tut was und sitzt nicht nur daheim halt. Und wenn es solche Vereine nicht gäbe, Stiftungen, dann wäre es schwierig. Die milden Stiftungen Spangenberg haben das Haus gekauft mit dem Ziel, es für alle Spangenberger zu öffnen. Nach 5 Jahren Bauzeit hat sich die Arbeit mittlerweile in den Hinterhof verlagert. Hier muss noch gepflastert werden. Bernd ist von Anfang an dabei gewesen. Nee, ich habe auch hier, das was Sie sehen hier, die Gefahr habe ich neu reingemauert. Weil wir haben ja hier, sind neue andere Fenster reingekommen. Deswegen haben wir die Gefahr versetzt. Ja, dann muss hier der Rest alles wieder neu zugemauert werden. Das habe ich gemacht. Vor 3 Jahren war hier noch sehr viel mehr Arbeit. Da war das Haus gerade entkernt und auch da war Markus schon am Schuften. Man hat ja ein bisschen Verantwortung, wenn man hier ist. Ja. Verantwortung für was denn? Für die Baustelle, dass das vorangeht und man will ja auch sehen, dass das geschafft wird. Kostet auch alles Geld, das ist ja so länger es dauert. Ja. Geh mal einen Schritt, du stehst im Weg bitte. Und schon damals gab es 2 Ziele, das Haus herzurichten und für einige hier neue Perspektiven zu eröffnen. Für die Arbeiter zuständig, Projektmanagerin Sabine Wunderlich. Grundsätzlich ist das Ziel natürlich, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist wirklich super und das klappt halt richtig gut. Und von so her ist es gar nicht ganz unrealistisch. Dort, wo früher Fenster fehlten und die Wand aufgemauert werden musste, ist heute der gemütlichste Teil des Hauses. Das Erdgeschoss im Haus Händewerk ist Café und Handwerksmarkt in einem. Hier drinnen ist schon alles fertig. Im ersten Stock gibt es einen kleinen Second-Hand-Shop und eine mehrsprachige Bücherecke. Garun ist heute zu Besuch. 10 Monate lang hat er hier mitgebaut und die Arbeit als Sprungbrett genutzt. Er ist jetzt gelernter Maurer und hat eine Festanstellung. Ich habe früher gar keine Bauarbeit gemacht, aber hier habe ich angefangen und das hat mich ganz gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich weiter. Und jetzt, ich will noch Meister machen. Das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen, macht ihn stolz. Es ist ganz schön geworden. War das alles so dreckig, so krumm, so schief, so alles war kaputt. Aber jetzt ganz schön, ganz gut geworden. Das freut mich. Immer donnerstags treffen sich hier Frauen aus Spangenberg zum Stricken. Es gibt auch Konzerte und Lesungen. Im Haus Händewerk ist Leben, so wie es der ursprüngliche Plan war. Für Pfarrer Michael Schümers, den Vorsitzenden der Stiftung, ein kleines Wunder. Es sollte ein Ort sein, wo man merkt, dass Dinge wieder neu entstehen können, gut werden können. Und ich staune, was hier entstanden ist, weil viele das auch erleben und sagen, das ist ja wie ein wunderschönes Wohnzimmer. Schönheit, die auch der Seele gut tut. Es ist ein Ort, der viel Freiraum atmet. Man kann sich hier einbringen, kann neue Dinge probieren. Und ein Ort, der, glaube ich, Spangenberg ein großes Plus geschenkt hat. Für die Arbeiter hier war das Haus schon ein Gewinn, als es noch nicht fertig war. Gleich nebenan hatten sie ihren Sozialraum für die gemeinsamen Pausen. Heute ist hier eine Lehrküche für Kochkurse, Veranstaltungen oder einfach mal, um für alle eine Suppe zu machen. Auch hier kann man sehen, es kann schon was draus werden, wenn man sich Mühe gibt. Man arbeitet sich sozusagen langsam aus der Baustelle raus. Und wenn wir ganz draußen sind, ist die Bude hier fertig. Im April sollen die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen sein. Die Arbeiten an einem Haus, das eigentlich keine Zukunft hatte. Normalerweise wäre es leichter gewesen, das abzureißen und einfach neu. Aber wir haben uns hier echt viel Mühe gegeben und es ist echt toll geworden. Viele haben das Händewerk, das passt auch der Name, weil hier sind viele Hände haben hier geholfen und das ist auch gut so. Wie es danach für ihn weitergeht, weiß Markus noch nicht. Aber egal was kommt, dieses Haus wird immer auch sein Werk sein.